und herzlich willkommen auf dem Magiemarkt und damit in Palia. Ja, die Leute stehen ja noch ein bisschen rum. Ich werde mir den Shit jetzt nicht wirklich durchlesen, weil die ja immer wieder das Gleiche sagen. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil wir haben schon wieder 11 Uhr nachts und dann geht das Ganze ja wieder so schnell zu Ende. Wie schön, dass ich vorbeikomme. Ich weiß. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich mit euch nicht sprechen kann. Aber keiner von denen kann mir irgendeinen Tipp geben. Das haben wir schon alles ausprobiert. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Aber da war, glaube ich, nichts am Ende, ne? Ich habe jetzt nichts Gelbes jetzt aus Versehen weggeklickt. Das war nur hier. Ah, nee, das war unten der gelbe Pfeil, den ich gesehen hatte. Ja, okay. So, wen haben wir denn noch alles hier? Also, mehrere Sachen möchte ich gerne machen. Ich hoffe, ich habe noch die Zeit dafür. Und zwar, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie oft man das machen muss. Ich habe im Internet gelesen, ich glaube, es war 50 Mal, dass man diese Trommeln 50 Mal trommeln soll. Ich meine, es war 50. Schlagt mich nicht, wenn es mehr oder weniger waren. Wir machen das mal einfach. Wir machen mal eins. Achso, das hört gar nicht auf. Ich kann die gar nicht machen. Aha. Ist das noch dran? Die können wir auch nicht machen. Also es ist keine spezielle Reihenfolge, habe ich gehört. Dann laufen wir einfach mal immer zu denen, die so am Leuchten sind. Zwei. Drei. Geht wirklich nur bei denen, die leuchten. Vier. Fünf. Sechs. Ich glaube, die beiden wechseln sich immer ab hier, oder? Sieben. Acht. 10. Es ist langweilig, ich weiß, aber ich möchte gerne wissen, ob das wirklich stimmt. 11. Also ich habe, was heißt, ob es stimmt? Ich habe ein Video gesehen. 11, 12. 13. So ein Kurzvideo, wo das kurz erklärt wurde und wo man halt am Ende auch was gesehen hat. 14. Das war jetzt 14, aber das ist jetzt nicht das, was ich jetzt meinte, oder? 15. Ich meine, da kam so eine Errungenschaft ins Bild gesprungen. 16. 17. Ich weiß auch nicht, ob alle zählen oder nur der Tag. 18. Jetzt kommen natürlich gerade jetzt die Chapatas. 19. 20. Aber das mit diesen Zeichen da dran, mit diesen Bildern, das hat man noch nicht. 21. Ich glaube, wir haben jetzt gerade für das Feuerwerk da hinten gesorgt. 22. Ich bin gespannt. 23. 24. Ja! Magie Trommelkreis 1. Oh, ist das schön. Also, ihr habt es jetzt live in Anführungszeichen gesehen. Es hat funktioniert. Wunderbar. Da der Markt nur noch bis 3 Uhr geht, müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen weiter durchziehen. Hier steht doch ins Gesicht geschrieben, dass du was im Schilde führst.
Ich suche nach etwas, das Esche zum Lächeln bringt. Du hast Glück, denn ich habe gerade die perfekte Ladung Mochi-Eis aller Zeiten gemacht. Nein! Letztes Mal habe ich ihn angesprochen, da konnte er mir nicht helfen. Wenn mein Mochi-Eis sie nicht zum Lächeln bringt, dann weiß ich nicht, was es sein... dein Ernst jetzt. Ein Pilot. Ja, ich meine, das hätte er auch schon mal gesagt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich will jetzt die Sache mit Esche machen. Er hat mir doch gerade was gegeben. Eiscreme-Mochi. Wo ist Esche? Wo ist Esche? Mit ihm muss ich auch noch sprechen, aber wo ist Esche? Ach, da ist sie. Bleib stehen. Moment. Esche, warte. Ich muss mal eben die Mochis... die Mochis. Die Viecher hier noch reinbringen. So. Komm. Aber das läuft eigentlich gerade gar nicht mehr ab. Aber man kann hier immer noch reinbringen. Ich bin etwas verwirrt gerade. Hier ist auch keiner mehr in der Nähe. Na gut, dann rede ich mal eben mit dir. Mach es schnell. Ich habe etwas für dich. Was in Mochis Namen ist das? Mochi-Eiscreme. Mochi-Eis. Ich habe schon ein paar Mal Mochi gegessen, aber noch nie mit Eiscreme. Wie merkwürdig. Sie werden es lieben. Das bezweifle ich sehr. Aber es kann nicht schaden, es einmal zu versuchen. Was meinen Sie dazu? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mich fühle. Diese Aromen, diese Konsistenz erinnert mich an ein Dessert aus meiner Jugendzeit. Dieses Dessert wird auf dem Mochi Market verkauft. Es ist das neueste Angebot auf Refs Speisekarte. Auf seiner Speisekarte? Ich bin überrascht, dass der Junge in der Lage ist, so etwas zu machen. Dennoch verdient die Tatsache, dass ein so köstliches Dessert auf meinem Markt verkauft wird, ein gewisses Lob. Vielleicht war diese Veranstaltung ja doch eine lohnende Investition. Oh, und nimm das. Gib es auf unserem Markt aus, ja? Magie-Markt-Quest abgeschlossen? Weißt du zufällig, wie Kenyatta ihre Perle verloren hat? Überlege dir deine Antwort gut. Ich merke es sofort, wenn man mich anlügt. Ja. Ich will dir eigentlich ja nicht verraten, aber wenn sie sagt, sie merkt sofort, wenn man sie anlügt, ich weiß ja nicht. Sie hat sie verkauft. Warum würde sie so etwas tun? Ich wette, dieser Stalljunge hat ja das eingeredet. Oh, ihre Liebschaft mit diesem Bauernjungen wird mich noch ins Grab bringen. Das schwöre ich. I'm busy. Figure it out on your own. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Die laufen hier... Hallo? Gesamtsumme 178. Ich hab doch noch einen bei mir in der Hand. Einzelheiten-Server... Aber, achso, Gruppenbonus. Und ich habe, ja, kann sein, dass ich zwei reingetan habe. Das stimmt. Besuche den Chapar-Jagdpreisstand, um deine Tickets gegen einzigartige Belohnungen einzulösen. Da wollte ich sowieso mal gucken, wo das jetzt genau ist. Ist das hier direkt daneben? Ich glaube, ja, ne? Nee, da kann man nur was kaufen. Skateboard aus der Chapar-Hütte. Skateboard finde ich nicht schlecht, aber es kostet halt alles so viel, ne? Mit ihr kann man nur reden. Ja, aber meinen die wirklich... Meinen die wirklich das hier? Aber da braucht man doch keine Chapar-Währung für. Das verwirrt mich jetzt gerade ein wenig. Muss ich gestehen. Wir haben gleich wieder 3 Uhr. Ich will zumindest noch mal kurz mit dem einen reden. Wartet. Stopp. What is it? Du bist zurück. Ich habe das Eisen. Danke, ich hätte es selbst besorgt, aber andere Dinge haben in letzter Zeit viel von meiner Zeit in Anspruch genommen.
Glaub mir, ich habe es mir nicht zur Gewohnheit gemacht, nach Almosen zu suchen. Ich helfe gern. Wenn Najuma doch nur einmal auf mich hören würde. Hier, das sollte die Materialkosten decken. Hallo, 100 Gold? Wie wenig ist das denn bitte? Riecht wie gebratene Peki. Ref verkauft welche. Wirklich? Ich dachte, er hätte nur Suppe gemacht. Anyways. Was war das? Was war das? Nein! Aber eine Sache möchte ich mit euch noch machen. Mal gucken, wie das aussehen wird. Ich mache das mal hier auf dem Wasser. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, den Bogen auszurüsten. Und dann die Rakete. Moment, war das jetzt so oder war das mit der rechten Maustaste? Ne? Oh, was ist das denn hier für eine Rakete? Drachenfeuerwerk. Ein magisches Feuerwerk, das eine herrliche, lebendige Spur erzeugt. Wir machen erstmal das erste. So. Und dann schießen wir. Und wir haben... Okay, so besonders toll war das jetzt nicht. Und wir haben aber auf jeden Fall eine Errungenschaft gemacht, habe ich gerade gesehen. Sehr cool. Oh, ich habe da noch mehr. Phönixfeuerwerk. Wir machen jetzt mal das Drachenfeuerwerk. Nach da oben. Na. Ah. Okay. Wo habe ich das denn? Moment, Moment, Moment. Wo habe ich das denn jetzt her? Wieso habe ich das jetzt alles im Inventar drin? Wollt ihr mich hier veräppeln? Und das Phönixfeuerwerk. Nein, das ist mir rausgedingst. Ah! Das waren zwei. Dankeschön, ich konnte noch schöne Bilder machen. Wer hat das denn jetzt hier gemacht? Ich habe es gar nicht gesehen. Oder kamen die jetzt von mir? Nee. Hier ist einer irgendwie neben mir am Schießen, der unsichtbar ist, habe ich so das Gefühl. Hier kam doch gerade ein Pfeil. Leute, verwirrt mich hier nicht. Echt jetzt. Moment. Dann mache ich das jetzt mal hier. Ich glaube, da ist es vielleicht ein bisschen freier. Ich weiß es nicht. Weil ich würde das Ganze schon gerne nochmal... ein Drachenfeuerwerk haben wir noch. Genau, wie es wegfliegt. Das wollte ich auch nochmal sehen. Aber ich sehe hier... Ach doch, Moment, hinter mir. Vielen Dank fürs Feuerwerk. So, eins habe ich aber noch. Das werden wir auch noch machen. Das werden wir uns jetzt mal so zu Gemüte ziehen, ohne dass wir... ohne dass wir das jetzt fotografieren. Schauen wir uns einfach mal so an. Und weg war er. Sehr, sehr geil. Was habe ich denn jetzt hier noch drin? Drachenfächer. Ein eleganter Wandventilator, der wie der Nachthimmel funkelt. Es handelt sich um eine Art der Dekoration, die auf den Adel von der Republik Palia zurückgeht. Aha, und was haben wir hier? Pajimarktbogen. Ah, begrüße deine Besucher mit diesem beleuchteten Torbogen. Deine Nachbarn werden neidisch sein, dass sie nur normale Türen haben, die auch noch geöffnet werden müssen. Oh, wie geil ist das denn? Ah, wo habe ich das denn herbekommen? Oder habe ich das jetzt von dieser Errungenschaft gerade bekommen? Das kann natürlich auch sein. Ich muss bezahlt werden. Moment, abgeschlossen. Das sind die Nutzpflanzen. Wir können ja auch nicht... Sammlung, Neuigkeiten. Ne, wir können ja auch nicht gucken, dass wir jetzt nur die vom Markt haben. Seltener Fisch, durchnässte Truhe. Goldbarren, Silberbarren. Hochwertiger Kartoffelroder. Keine Ahnung, was das war.
Man kocht sie und stampft sie, okay. Tomatenharvester. Oh, Unkrautvernichter. Bin hier am letzten dran, sehr schön. Hochgleiten, rätselhaft bei Nässe. Finde 30 der versteckten Schatztruhen in der Bahari-Bucht. Ach, da kriegt man ein Gemälde für. Und 12 der Schatztruhen in Kilima. Ja, das sollte ich auch mal machen. Finde alle verlorenen Kieselsteine von einer. Ja, damit wird es eher schwieriger im Moment. Hoher Labyrinth. Was war denn das? Bau ein Haus. Ach so. Aber hier steht nichts drin von dem, was wir jetzt gerade aktuell gemacht haben. Ob das jetzt da mit dazugehört oder nicht. Hm. Oh, ich habe noch gar nicht alle... Kann man da draufklicken? Oh ja, da fehlen mir doch noch so einige bei denen. Und bei denen fehlen mir auch noch welche. Das habe ich abgeschlossen. Ja, ich muss noch mal ein bisschen bauen. Also ich mache das ja immer offline. Mein erstes episches Futter. Juhu. Betreibe Bergbau. Moment, 10 von 12. Ah, das hat aber nur damit zu tun, mit dem Level dann, okay. Ja, schade, dass man jetzt hier nirgendwo sehen kann, wegen dem Magie-Market. Karte, Quests, Gemeinschaft, Events. Da ist aber auch nichts drin, ne? Stempelkarten. Stempelkarten? Event-Gegenstände. Das sind die, die man kaufen kann. Das sind, glaube ich, nur die, die man kaufen kann. Ach, hier! Ah, Magie... Marktpatronen. Das hatte ich ja letztes Mal schon abgeschlossen. Dann irgendwas Undefinierbares auf Englisch. Marktchaos. Ich glaube, das kam durch die Trommeln, oder? Schließe die Quest Magie... Nee, Magie Marktchaos. Dann hatte ich das vorher schon. Das war doch gar nicht bei mir im Inventar drin eben. Okay, ich bin verwirrt. Aber gut. Fange insgesamt 20 Chapas während der Jagd. Okay. Fange, achso, insgesamt, das kann man dann auch einzeln machen, das ist gut. Fange 5 Chapas in einer Partie Chapa-Chase. Keine Ahnung, was das ist. Set of 10, bring es zum Krachen. Ja. Wir brauchen, um den Plan für Phoenix-Feuerwerk auswendig zu lernen. Ach, wenn ich 10 davon verschieße... Dann kann ich das lernen, oder was? Da hätte ich öfter mal reingucken müssen. Beziehungsweise da hätte ich überhaupt mal reingucken müssen. Ich glaube, ich bin da nur einmal durch Zufall reingegangen. Schlagen Sie 3-mal auf die letzte Trommel, die ein Feuerwerk zündet. Das heißt, okay. Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben, müssten wir dann insgesamt 3-mal machen. Und dann kriegen wir, ja, sozusagen Teil 2 davon. Ja, das mache ich dann doch gleich mal offline. Catch 5 Chapas. Ja, mehr haben wir ja nicht. Können wir nur die. Ist alle 7 herzhaften Magie. Ja, was sind denn für dich herzhafte Marktgerichte? Ist alle süßen Marktgerichte. Um das Rezept für eine Schüssel Pok auswendig zu lernen. Also man gibt Unmengen an Gold aus, was man eigentlich braucht, um dann, ja, den Plan von dieser Schüssel zu erhalten. Das ist natürlich... Muss man... kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Verbrauchen, um das Rezept auswendig zu lernen. Da kriegt man nur den Gegenstand. Da kriegt man auch nur den Gegenstand. Okay. Ja, das hier ist klar. Kann durch das Spiel Chapayak mit dem Magiemarkt verdient werden? Wo ist jetzt der Unterschied? Also die Chapa-Jagd, das ist das, was oben hier reinkommt, denke ich mir mal. In einer Partie Chapa-Chase. Was ist das jetzt? Das weiß ich nicht. Ist das das, wenn man die Chapas sieht, aber nicht diese Zeit hier oben hat? Das wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht wisst ihr das ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Weil das würde mich wirklich mal interessieren. In eine Party... Achso, during Chapa Chase. Das ist dann das gleiche wie hier. Fange 5, fange 20.
Ja, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Warum da, ich da jetzt 0 habe und da 2 von 5 habe, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber gut, wenn ich die ganze Zeit Chapas jetzt machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann hochkommen. Gib 1000 Chapas-Tickets aus. Ja, das würde ich gerne, aber ich habe diesen Chapas-Stand noch nicht gefunden. Also den, wo ich auch die Tickets ausgeben kann, weil bisher konnte ich nur mit Gold bezahlen. Das ist ein bisschen blöd. Fireworks Arrow. Also ich meine, hier ist ein Phönix drin. Aber ich glaube, es ist egal, was man benutzt. Weil wir haben zweimal Phönix gemacht und zweimal Drache und einmal normal, glaube ich. Und er hat es trotzdem gewählt. Da steht nur 10 Firework. Ja. Also ich nehme mal an, es ist eigentlich egal, welche man nimmt. Das mit den Trommeln würde ich dann noch machen. Ja, dann würde ich sagen, wir sind hier noch auf dem Markt. Und wir werden nicht mehr so schnell reinkommen, wenn wir rausgehen. Kann ich hier eigentlich was kaufen, wenn die nicht da sind? Nee, ne? Schade. ich muss auch noch mal gucken. Aber sonst gibt es hier auch nichts, wo man die Tickets ausgeben kann, meine ich. Also da muss ich mich wirklich nochmal schlau machen, weil da oben, wo ich gewesen bin, also sprich hier, konnte ich ja keine Tickets ausgeben, da konnte ich nur Geld ausgeben. Obwohl das das Einzige ist, wo ich jetzt gesagt hätte, das gehört jetzt so... Moment, hier ist aber was mit Tickets. Aber da konnte ich nichts anklicken eben. Da muss ich vielleicht dann doch nochmal genau gucken, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwo was anderes anklicken kann. Ja, dann würde ich sagen, ich mache das nochmal eben mit den Trommeln. Dass ich da nochmal 2 Durchläufe mache. Und wir sehen uns dann... Wir haben nur noch das Wandbild. Ja gut, Badru in der Scheune. Ich glaube, das war auch tatsächlich nachts oder abends oder sowas. Weil er nicht vor allen singen wollte. Wo ist denn das jetzt? Da. Ach so, habe ich ja schon mal geguckt, aber steht nicht drin. Das ist das Problem. Ja. Aber da muss ich abends hingehen, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen was offline. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal nach. Da starte ich dann auch wieder bei mir, denke ich mal. Weil dann können wir uns mal den Bogen angucken. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.